zusammen. Herzlich willkommen auf musikmachen.de. Heute für euch im Test was ganz Besonderes aus dem Hause Saint Blues, die Delta Blues Gitarre. Die Delta Blues Gitarre ist eigentlich eine Zigarrenbox-Gitarre. Hat auch eine historische Geschichte. Es wurden immer mal Gitarren oder gitarrenähnliche Instrumente, muss man ja sagen, mit Besen, Stielen und Zigarrenkisten hergestellt. Und Saint Blues hat das nochmal kultiviert und baut in Handarbeit in Memphis diese wirklich spielbaren Instrumente. Wir haben eine tatsächlich originale Zigarrenbox für diese Gitarre. Angesetzt ist ein sehr rechteckig wirkender, rustikaler Hals mit einer Gitarrenbebundung. Die Gitarre hat vier Saiten allerdings und empfohlenes Tuning ist Open G und das habe ich jetzt auch mal hier gemacht und ein bisschen gespielt. Wir haben ein Piezo-Pickup in der Decke installiert, man kann das aufschrauben. Im Gitarre- und Bassmagazin sieht man da auch Fotos zu und dann hat man hier so ein aufgesetztes Piezo-Element. Passiv, aber kommt genug raus, um den Verstärker anzuschieben. Hier ist der kleine lustige Volume-Knopf, Buchse, Output-Buchse,